Hallöche, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die 15 Neuzugänge aus dem April 2022 an. Ja, es sind 15 neue Bücher bei mir eingezogen. Ja, leider eins mehr, als ich gelesen habe. Ich habe so am Ende noch gedacht, Mensch, packst du irgendwie noch ein kurzes Buch mit rein, damit es zumindest gleich aufgeht. Aber nein, ich möchte mich gar nicht verrückt machen und es ist, ja, na, also von daher ist das gar nicht schlecht. Es ist im Grunde ein Buch mehr eingezogen, als ich gelesen habe. Aber es sind auch schon ein paar Gelesene aus diesen Neuzugängen. Ja, im Grunde, nein, es sind auch schon ein paar Neuzugänge von denen hier gelesen, so muss ich sagen. Und es gibt da auch schon bestimmt die ein oder andere Bücherwoche zu. Also dementsprechend könnt ihr euch da vielleicht dann schon auf meinem Kanal, wenn euch ein Buch interessiert, umschauen. Ihr findet unten in der Infobox alle Bücher und auch Links. Also schaut gerne vorbei, wenn ihr zu einem Buch ein bisschen mehr Informationen sucht. Es sind 9 Bücher tatsächlich eingezogen, also auch nicht dieser 50-50-Schnitt, den ich gerne habe. Es sind ja faktisch mehr echte Bücher eingezogen, ist aber auch gar nicht schlimm, denn es sind ein paar besondere Bücher dabei, wo ich total happy bin, dass sie in echt, in haptischer Form bei mir eingezogen sind. Und dann 3 E-Bücher, genau, 3 E-Books und 3 Hörbücher und ja, 6 zu 9. Ja, nicht ganz 50-50, aber wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht irgendwie verrückt machen lassen. Es sind so gute Vorsätze. Wenn man die aber mal bricht, geht ja bekanntlich die Welt auch nicht unter. Und es geht hier ja schließlich auch nur um Bücher. Nur. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit den ersten Büchern der 15 Bücher, die eingezogen sind, damit der Stapel vielleicht neben mir dann auch ein bisschen weniger wird. Aber wir fangen mit etwas Digitalen an, nämlich der Geschichtenbäcker von Carsten Henn. Der ist bei mir als Hörbuch eingezogen. Hatte ich mich sehr gefreut, mir die Geschichte vorlesen zu lassen. Mir hat im letzten Jahr der Buchspazierer ja sehr, sehr gut gefallen, war für mich ein Highlight. Der Geschichtenbäcker sieht optisch schon sehr ähnlich aus. Man merkt, dass der Verlag da einfach in eine ähnliche Richtung gehen möchte. Und wir treffen hier auf einen echten Bäcker, auf Giacomo, der seine Bäckerei liebt, der das Backen liebt, der es genießt, den Teig zu kneten, neue Dinge auszuprobieren, aber so ein bisschen trotzdem an dem Alten festhält, was eben so ein bisschen Tradition ist und wie sein Leben eben bisher gelaufen ist. Gleichzeitig haben wir eine Tänzerin, die aufgrund einer Verletzung nicht mehr tanzen darf und die eben in diese Arbeitswelt einfach geschickt wird und sich bei Giacomo in der Bäckerei vorstellt und dort jetzt auch backen soll und auch verkaufen soll. Und ja, zwischen den beiden ergibt sich so ein bisschen eine Symbiose, die ich ganz spannend fand. Ich möchte vielleicht gar nicht so viel erzählen, sondern eigentlich eher so der Gedanke war natürlich, man hat hier eben auch wieder einen Menschen, ähnlich wie es beim Buchspazierer eben die Bücher waren, eben haben wir hier im Grunde Giacomo, der eben nicht um den Geschichten backt. Ich finde da, backt, das ist glaube ich ein bisschen falsch, aber der eben schon sehr viel auch zu erzählen hat. Und so ist es auch bei Sophie, so hieß sie glaube ich, die eben auch aus ihrem Tanzleben, aus der Verletzung, aus diesen Gefühlen, die sie in sich trägt, eben auch ganz viel ja, mitbringt. Und ja, wie diese beiden dann so ein bisschen ja, in dieser Bäckerei unterwegs sind, ja, das habe ich mir angehört. Ein Stephen King ist bei mir als E-Book eingezogen, es wird aber nicht lange dauern, da wird er auch haptisch folgen, das Leben und das Schreiben. Passend für den King im April haben meine Freundin und ich beschlossen, Mensch, jetzt könnten wir doch eigentlich mal hier diesen Schreibratgeber plus Biografie von ihm lesen und das haben wir jetzt in der letzten Aprilwoche auch gemacht. Das seht ihr also jetzt in der kommenden Bücherwoche, werde ich darüber berichten. Und ja, das ist ein Buch, das Stephen King, ich glaube, von bereits 20, 25 Jahren geschrieben hat oder angefangen hat und darüber eben berichtet, wie er zum Schreiben kam, wie seine Kindheit, Jugend war, sein Erwachsenenalter, wie er seine Ehefrau getroffen hat, mit seinen Kindern, wie er eben auch schreibt, wann er schreibt, welche Routinen er hat, welche Tipps so weit gefächert er irgendwie geben kann und ja, ich finde, der Titel des Buches passt es ganz gut. Genau, das ist das Buch. Wir haben hier eine Art wirklich Sachbuch, aber eben auch eine Audiobiografie, wo er eben über sein Leben berichtet, auch von seinen verschiedenen Süchten, denen er unterlegen war, von einem schlimmen Unfall, den er hatte. Und all das fächert er so ein bisschen mit rein, weil das eben auch immer Dinge sind, die sich in seinen Geschichten zum Teil eben widerspiegeln. Und wenn man manchmal die Geschichten eben kennt,
von denen er dann auch berichtet und ganz aktiv was erzählt und dann eben so darüber nachdenkt, was er da schreibt, wie es dazu kam, denkt man, ja, hätte man auch drauf kommen können als Leser. Also ja, werde ich am Samstag in der Bücherwoche berichten, ist aber schon auch gelesen. Dann ging es für mich ab in die Thalia, denn der neue T.J. Klune war erhältlich. Das unglaubliche Leben des Wallace Price ist ja auch schon gelesen, habe ich auch schon berichtet, sind einige Markierungen drin. Das Buch ist anders, als es Mr. Parnassus im letzten Jahr war, aber nicht minder ein Highlight für mich, weil man einfach diesen wunderbaren poetischen Stil von T.J. Klune in dieser Geschichte hat. Hier drin geht es um Wallace Price, das ist ein erfolgreicher Anwalt, ein absoluter Workaholic, er lebt eigentlich nur für seine Arbeit, für den Erfolg und ist ein sehr unangenehmer, böser Mensch, der eigentlich vor nichts zurückscheut, um irgendwie Menschen fertig zu machen und das eigentlich auch noch in Ordnung findet. Und eines Tages wacht er auf und steht im Grunde vor seiner eigenen Beerdigung und wird dann eben sowohl vom Sensemann als auch vom Fährmann sozusagen begleitet in die nächste Station und die ist eben der besagte, ja, Teeladen, nicht der besagte, aber der zu Gesicht bekommende Teeladen, der mich immer an den Fuchs so ein bisschen erinnert von Harry Potter, zumindest was das Cover angeht. Und ja, er uns jetzt hier im Grunde das sein Leben danach erzählt und was da eben irgendwie passiert. Und ja, es ist eine poetische Geschichte. Sie hat eine kleine Warnung vorne drin, dass es hier eben um den Tod in verschiedenster Art und Weise geht, dass es um Trauer geht. Und das möchte ich definitiv auch weitergeben. Ich glaube schon, dass es nicht für jeden eine Geschichte ist. Ich fand die Idee, ja, die T.J. Klune sozusagen über den Tod hatte, über das danach, sehr schön, sehr angenehm erzählt, sehr respektvoll und sehr gefühlvoll. Und mir hat es sehr gut getan, mir das danach so vorzustellen, so als meine Idee sozusagen. Gleichzeitig ja, habe ich mich dort mit ja, dem Buchhändler Tom unterhalten und er hat auf seinem Instagram-Account, den verlinke ich euch auch unten bei dem Buch mal in der Infobox, wenn ihr ihn nicht kennt, er hat dieses Buch irgendwie wann mal auf Instagram gezeigt, empfohlen und dann stand das eben auch direkt so auf Augenhöhe und ich dachte, Mensch, das sieht ja auch vom Cover richtig, richtig cool aus. Es ist ja, einen Tod musst du sterben von Chris Kasper. Und es ist, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, ein Jugend-Thriller. Denn hier geht es um Pretty Pennies, die an der Graham College regieren. Die am Graham College regieren. Und wer sich ihnen in den Weg stellt, verliert alles. Und das heißt hier unten, wow, das war alles so unvorhersehbar. Ich habe es geliebt. Und Anne Freitag sagt, ich habe atemlos gelesen, einer der spannendsten Romane seit langem. Und wir haben hier eben eine Clique am College. Es gibt eine neue, die dazukommt. Doch dann gibt es ganz viele Lügen. Und ja, ihr Ziel ist Rache. Doch, ja, dass sie eben die Außenseiterin ist und da auch einen Spitznamen hat, weiß ich nicht so richtig, wer die Neue sozusagen wirklich ist. Und ja, dann gibt es hier eben auch noch einen Pakt. Doch dann gerät alles außer Kontrolle. Klingt super spannend und da bin ich sehr neugierig. Ist auch von der Haptik, finde ich, ist aus dem Moon Notes Verlag. Ist auch von der Haptik. Oh, da sind auch Grafiken drin, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Freue ich mich drauf zu lesen und bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt. Das nächste Buch habe ich von Colin Hadler, dem Autor selbst, zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich Ankara, die Zeit ist gegen dich. Ich habe das Buch bei Anka gesehen und fand es so faszinierend, was man so mit dem Cover treiben kann, also dass das Auge so extra sozusagen ist und hatte ihr unter einem Insta-Beitrag so ein bisschen meine Gedanken dazu gesagt, dass ich gespannt bin, dass das auch das, der Klappentext spannend klingt und dann hat sich Colin bei mir gemeldet und ja, da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich diesen Jugendthriller, ja, es zeichnet sich ein Muster ab, zur Verfügung gestellt bekommen habe und habe ich auch schon gelesen, gibt es auch in der letzten Bücherwoche schon zu sehen, war für mich im Jugendthriller ein Highlight. Ich hatte tatsächlich keine so richtige Vorstellung nach dem Klappentext, wo es hingeht, denn wir treffen Rumi, die zusammen mit ihrem Freund und einem Freund in eine Art Ferienlage in ein kleines Städtchen fährt. Und in diesem Städtchen ist alles ein bisschen anders. Nicht nur, dass es da im Grunde, ich glaube, keinen Strom gibt, kein Internet gibt. Gab es Strom? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall gab es da einige Dinge nicht und sie sich auf verschiedenen Aufgaben dann stellen müssen und dann passieren mysteriöse Dinge und ja, Rumi muss sich hier so ein bisschen ihren Herausforderungen stellen, denn es geht hier auch ein bisschen um Vergangenheitsreisen und eben auch um die etwas merkwürdigen Dorfbewohner und
Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, hat mich gut unterhalten. Und ja, wenn ihr da mehr wissen wollt, entweder in die Infobox oder einfach in die letzte Bücherwoche klicken. Da habe ich auch schon darüber berichtet. Dann hat mich ein wunderbares Osterbücherpaket vom Einhorn Verlag erreicht. Auch dazu gab es ein Video, das ich auch mal unten in die Infobox packe. Und ich habe zwei der Bücher auf den Sub gepackt. Die drei anderen Bücher zeige ich euch am Ende, denn die landen nicht auf dem klassischen Sub. Aber ich möchte euch die Bücher zeigen. Wenn ihr da ausführlichere Sachen, Infos sehen wollt, ja, guckt in die Infobox und guckt euch gerne mal das Unpacking an. Vielleicht kriege ich es auch hin. Es irgendwo, wie das Profis so machen, zu verlinken. Und zwar zum einen auf dem Sub gelandet ist von Walburga Zellinger die 8 Jahreskreisfeste. Das hat mich super angesprochen. Auch wirklich vom Klappentext. Da freue ich mich jetzt im Mai es dann auch zu lesen. Es heißt hier so schön verwurzelt, genährt, verbunden. Es gibt hier in der Natur einen zyklischen Prozess und mit diesen 8 Jahreskreisfesten ja, wird uns das im Grunde dargestellt. Es gibt viele Hintergründe, Bräuche, Traditionen und auch Fotos. Und es gibt eben auch Ritualimpulse zu jahreszeitlichen kulinarischen Ideen. Und das finde ich super, super spannend. Also es war von der Optik schon richtig schön, auch mit wirklich ein paar tollen Fotos gespickt. Hat mich schon sehr, sehr, sehr angesprochen beim ersten Mal durchblättern. Und da freue ich mich jetzt im Mai, das auf jeden Fall zu lesen. So auch das nächste Buch von Christel Vogel, Schmetterlingselfen erzählen. Da habe ich dann auch passend ein Malbuch dazu. Da freue ich mich jetzt auch ein bisschen im Sommer im Garten, paar Stifte und einfach ein bisschen malen. Und da bin ich auch super gespannt, denn es ist ein Flug durch die schillernde Welt der Schmetterlinge. Wir haben hier also verschiedenste Schmetterlinge, über die uns auch etwas erzählt wird. Optisch wunder, wunder, wunderschön, das muss man wirklich sagen. Also wirklich ganz, ganz toll, was hier an Grafiken dabei sind. Und hier freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Also, wenn ihr mehr Infos wollt, unten in der Infobox schaut gerne mal vorbei oder dann auch ins Unpacking. Dann war ich an einem Samstag mit einer lieben Freundin in Leipzig unterwegs und nicht nur, dass wir uns da ein bisschen Sehenswürdigkeiten und ja, andere Dinge shoppen waren. Wir waren auch in irgendeiner Buchhandlung und uns ist dieses Buch in die Hände gefallen. Der Hund des Zeitreisenden von Damian Dippen. Mir sagt dieses Buch nichts, dieser Autor nichts. Ich weiß gar nicht, ob der Verlag mir vielleicht irgendwas sagen würde. Thiele Verlag, ja gut, den kennt man. Uns hat dieses Cover mega angesprochen. Es geht um einen Hund, wir lieben Tiere, und es geht um einen Zeitreisenden, wir lieben Zeitreisengeschichte. Und schon war dieses Buch eigentlich unser. Es ist hier ein Hund, der Jahrhunderte und Kontinente überwindet, um den Menschen wiederzufinden, den er liebt. Eine abenteuerliche Suche und eine zutiefst bewegende Geschichte über Loyalität und unverbrüchliche Treue. Und es ist hier eine Fabel über wahre Liebe und Verbundenheit, schreibt die New York Post. Und NRP schreibt ein großartiges, dahinrauschendes Abenteuer. Und ich bin so gespannt. Wir werden das auf jeden Fall zusammen lesen. Vielleicht im Mai, vielleicht erst im Juni haben wir uns auf jeden Fall fest vorgenommen. Und da freue ich mich drauf, weil das klingt, also es sieht optisch wirklich super schön aus, hier auch mit der Uhr. Und es klingt einfach schön. Es klingt nach einer Geschichte für uns. Und ich freue mich da sehr drauf, die dann auch für uns zu entdecken. Als E-Book ist von mir eingezogen der Auftakt der ersten Dilogie von Elizabeth Lim, ein Kleid aus Seide und Sternen. Es soll eine atmosphärische Fantasy-Geschichte sein mit einer umwerfenden Liebesgeschichte. Und es heißt so, Mulan trifft auf Project Runway. Ja, die Kombi fand ich ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich hatte das Buch, als es rauskam, ursprünglich auch schon mal auf der Wunschliste. Ich kann euch nicht mehr sagen, warum es irgendwann von der Wunschliste flog. Da mir aber die 6 Kraniche im März von Elizabeth Lim so gefallen haben, musste ich jetzt einfach, ja, mir dieses Buch sozusagen holen. Und es ist als E-Book bei mir eingezogen. Es geht um Maya, die träumt davon, die beste Schneiderin des Reiches zu werden. Sie lernt die Kunst von ihrem Vater, der sie auch für sehr begabt hält. Und allerdings gibt es das Problem, dass eben Mädchen die Ausübung dieses Berufes untersagt sind. Doch als der Kaiser einen Wettbewerb ausruft um den Posten des Hofschneiders, fasst sie einen gewagten Plan und verkleidet sich als Junge und reist unter dem Namen ihres Bruders an dem Hof, um für ihren Traum zu kämpfen. Und unter den 12 Schneidern, die sich eben bewerben, herrscht hohe Konkurrenz und das Leben am Hofe ist voller Intrigen und es darf eben auch keiner Mayas Geheimnis erfahren, denn dann
erwartet sie der sichere Tod. Doch bald schon zieht sie mehr Aufmerksamkeit auf sich, als ihr gut tut, als der geheimnisvolle Magier Edan im Grunde ja Aufmerksamkeit auf sich zieht, denn er scheint ihre Verkleidung zu durchschauen und dann braucht sie braucht seine Hilfe, um die schier unmögliche letzte Aufgabe des Wettbewerbs zu erfüllen. Und natürlich, Mulan ist uns, glaube ich, vielen ein Begriff. Ist auch ein Disney-Film, den ich sehr gerne mag. Dass jetzt hier irgendwie eine Rolle von jemand anderem einnimmt, das hatten wir auch schon des Öfteren. Es erinnert mich persönlich auch so ein bisschen an Selection, also dieser Kampf um den Prinzen. Und das hat man hier halt ein bisschen mit diesem, ja, dass man eben der beste Hofschneider wird oder der Hofschneider. Ich bin da sehr gespannt, ob es so wird. Und ich erhoffe mir, dass der Klappentext hier auch so ein bisschen trügt, wie es bei Die Sechs Kraniche war. Allerdings ist hier schon die Rede von einer Liebesgeschichte. Vielleicht ist mir das auch zu viel. Ich möchte mich überraschen lassen. Ich fand Die Sechs Kraniche einfach so toll, so atmosphärisch und bin natürlich dementsprechend neugierig, was ein Kleid aus Seide und Sternen so ein bisschen für mich bereithält. Und ja, bin da super, super neugierig. Vielleicht kennt ihr das Buch ja schon, dann gerne auch ein paar Gedanken, spoilerfrei, wenn möglich, unten in die Kommentare. Dann ist ein Buch einer YouTuberin bei mir eingezogen und wer ein bisschen auf dem Beauty-Wegen unterwegs ist, wird vielleicht Claudi kennen, die jetzt hier die Geschichte von ihrem Hund Sammy veröffentlicht hat. Und da habe ich mich mega gefreut. Es heißt Sammy endlich ankommen und erzählt ja mehr oder weniger schon die fiktive Geschichte ihres Hundes, der aus dem bosnischen Tierschutz gekommen ist. Er wurde vor 2 Jahren von ihr, glaube ich, gerettet, also von dieser Tierschutzorganisation und von ihr eben nach Deutschland geholt. Und dann heißt es so schön, doch was hat er in den 2 Jahren vor seiner Rettung Spannendes, Schönes und Trauriges erlebt? Und dies ist seine Geschichte. Und ich habe mich mega gefreut. Ich gucke Claudi wirklich sehr, sehr regelmäßig. Sie bringt dafür jeden Tag ein Video. Ich gucke nicht jedes, das schaffe ich gar nicht, aber was mich da immer anspricht, und sie ist wirklich eine YouTuberin, gerade im Beauty-Bereich, die das wahnsinnig authentisch, sympathisch macht und auch so ihr Ding macht, und das finde ich ganz, ganz toll. Und Sammy ist da immer im Hintergrund zu sehen, und als sie erzählt hat, dass sie ein Buch schreibt, dass sie es geschrieben hat, dass sie es herausbringen wird, habe ich es natürlich direkt bestellt, habe mich sehr gefreut, als es dann bei mir ankam, und da bin ich jetzt auch super neugierig. Es ist relativ dünn, hat, glaube ich, wirklich nur so ein bisschen was knapp über 110 Seiten, ist auch relativ groß geschrieben, muss man auch dazu sagen. Aber da freue ich mich einfach mal an einem sonnigen Nachmittag, das dann auf dem Balkon im Garten zu lesen und Sammys und Claudis Geschichte natürlich dann auch für mich zu entdecken. Dann als Hörbuch habe ich bei BookBeat entdeckt Lauf, Wiegald, Lauf. Und das Buch wird jetzt auch am Samstag in der Bücherwoche besprochen. Ganz schön gemein, ne? Dass hier dieses Anteasern. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr das so findet. Ob es euch ärgert oder neugierig macht. Wiegald Boning kennt man, glaube ich, aus dem deutschen Fernsehen. Ich kenne ihn besonders, was so ein bisschen Erdkunde angeht, was verschiedene Wissensshows irgendwie angeht. Ursprünglich kenne ich ihn natürlich wie viele andere wahrscheinlich auch von Samstagnacht und den Doofen. Ja, wenn man daran zurückdenkt und heute Wiegald kennt, fragt man sich, wie passt das irgendwie zusammen. Aber ja, ich glaube, dass diese beiden Seelen, Herzen in seiner Brust sozusagen schlagen. Und er hat 2020 im Corona-Jahr, als Auftritte und alles weggefallen sind, eben beschlossen, er läuft jetzt schon immer gerne. Ich glaube, er ist auch sehr bekannt dafür, dass er viel Rad fährt. Er will jetzt jede Woche einen Marathon laufen und will dazu auch jeden Tag grundsätzlich ins Training gehen. Und eine Wahnsinnsidee. Und ich war natürlich super neugierig, was motiviert jemanden, jede Woche einen Marathon zu absolvieren. Also nicht einfach 6 Kilometer, sind das 6 mal 7, ja, könnten 42 sein, sondern wirklich an einem Tag diese 42 Kilometer zu laufen. Also das finde ich wirklich verrückt. So gerne ich wandere und auch Spaziergänge mache und ich sage jetzt mal so ein bisschen laufen gehe, aber 42 Kilometer ist natürlich schon eine Nummer, ne? Und ich war super neugierig, was ihn motiviert, was ihn antreibt, ob er das schafft, was das vielleicht auch mit seinem Körper und so weiter macht. Und es wird auch vorgelesen von ihm selbst, was es natürlich dann einfach nochmal ja zu einem Hörspaß auch einfach macht. Und ich war super neugierig und ich habe es bei BookBeat gefunden gehabt, denn da lief mein 2. Probemonat noch und habe da dann auch reingehört und habe es auch beendet und könnt ihr euch am Samstag in der Bücherwoche anschauen. Dann habe ich eine Empfehlung von der lieben Becky bekommen, Du bist das Licht in meiner Welt, der Auftakt der Starfall Love Reihe von Emily Stopp. Und Becky folgt ihr wohl schon relativ lange oder eine gewisse Zeit schon auf BookTube und auf Bookstagram, also sie ist eine Instagrammerin und sie hat diesen New Adult Liebesroman geschrieben. Und
Becky meinte aber, ich kann das lesen. Es ist wirklich richtig schön. Sie war auch sehr begeistert von der Geschichte. Und ich habe mir natürlich dann auch ihren Instagram-Kanal angeschaut. Sie ist dort unter Wörtermädchen zu finden. Und sie hat einen super sympathischen Eindruck gemacht und wirkte auf mich auch sehr authentisch und echt. Und da durfte dann das E-Book bei mir einziehen. Wir treffen hier auf Anna, die sich auf ihr neues Leben als Studentin freut und sich besonders dann eben auch auf das Entdecken dieser idyllischen kleinen Stadt Starfall freut. Dort möchte sie nämlich durch Gässchen spazieren. Doch plötzlich steht sie Finn gegenüber und sie weiß nicht so richtig, was ihr geschieht. Denn die beiden waren in ihrer Schulzeit ein unzertrennliches Gespann. Und er war eben immer der Junge, der für sie da war. Und sie war für ihn immer das Mädchen, das die Welt zum Strahlen gebracht hat. Doch nach einem tragischen Unfall, bei dem Anna ihre Mutter verloren hat, haben sich beide so ein bisschen getrennt, sind auseinandergerissen worden. Doch nach 5 Jahren Funkstille treffen sie sich jetzt eben wieder und sind überwältigt von ihren Gefühlen. Denn sie haben natürlich eine große Freude, sich wiederzusehen. Doch sie fragen sich natürlich beide, was wäre gewesen, wenn sie vielleicht vor 5 Jahren nicht auseinandergerissen worden wären. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, diese Geschichte zu entdecken und vertraue da ganz auf Becky, wenn sie sagt, das ist New Adult, das mir gefallen wird, dann glaube ich das. Bin da sehr, sehr gespannt und freue mich da dementsprechend sehr. Dann ist eingezogen Stadt der Dolche von Walker Dryden. Das ist ja ein Buch, ging es da nicht irgendwie um einen Podcast? Ich glaube, war das nicht die Geschichte, die aus so einem Podcast, genau, auf einem BBC-Podcast, der ist preisgekrönt und wir sind in Tumman Bay und es ist hinten auch schon der zweite Band in grün zu sehen und da bin ich super, super gespannt. Dieses Buch habe ich in den Neuerscheinungen schon gesehen. Es ist nämlich eine epische Saga voller Sklaven, Spione, Attentate, Wüsten und Gewalt. Ich weiß nicht, ob man das aussprechen darf, sonst ist es wahrscheinlich nicht mehr monetarisiert. Ihr könnt es euch vorstellen. Und wir sind eben in Tumman Bay, einer Stadt, in der Dolche regieren. Es ist Game of Thrones mit einem Hauch Aladdin. Die Stadt der Dolche erzählt eine Geschichte, die gerade bei modernen Leser große Begeisterung entfacht. Und da spinnen gerade etwas die Katzen umher. Von dem Podcast habe ich vorher noch nichts gehört. Es heißt hier so schön wie ein komplexer, atemberaubender und fesselnder Wandteppich, in den Liebe, Tod und Intrige gewoben sind. Es zieht den Leser total rein und lässt ihn nicht mehr los. Ich hatte tatsächlich nicht gedacht, dass das so ein Wälzer ist, sonst hätte ich es mir vielleicht tatsächlich auch als E-Book geholt, beziehungsweise habe ich das Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und der zweite Teil, Der vergiftete Thron, wird schon ab Juni erhältlich sein. Finde ich gut. Muss man nicht so lange warten. Ich habe sonst auch von Walker Dryden noch nichts gehört. Und wir haben hier eben, ich würde fast sagen, so ein bisschen Dark High Fantasy, irgendwie so eine Mischung. Und Tumman Bay ist ein Ort, dessen Schicksal in der Hand einer einzigen Frau liegt. Denn alles beginnt an dem Tag, als der Sultan einen abgetrennten Kopf als Geschenk einer Königin erhält. Und nun müssen seine Anhänger eine Revolution niederschlagen. Doch wie wenn Königin Maya so wenig greifbar wie ein Schatten ist? Gregor, der Meisterspion des Sultans, Shaya, die Frau des Sultans und die geheimnisvolle Sklavin Zara, sie alle schmieden das Schicksal Tumman Bays neu. Doch niemand ahnt, nach welchen Regeln sie Maya-Spiel spielen müssen. Es klingt also wirklich für mich so ein bisschen nach Game of Thrones. Es klingt ein bisschen nach Nevernight. Es klingt brutal. Es hat vielleicht auch ein bisschen von diesem Fantasy-Vibe so ein bisschen was, ja, was wir auch ja wirklich von Jay Kristoff kennen, was wir vielleicht auch aus Elias und Laia kennen. Also ich freue mich da sehr, sehr, sehr aufs Lesen und bin da super, super gespannt, was da mit uns erwarten wird. Dann als Hörbuch, nein, nicht Hörbuch, muss ich nicht zeigen, das letzte Buch liegt da neben mir, als Hörbuch eingezogen, A Song of Wrath and Ruin, die Spiele von Solstasia, das Reich von Sonande. Wie lange kann ein Cover sein? Es ist ein Auftakt einer Dialogie von Roseanne A. Brown. Es ist der Auftakt einer spannenden, von westafrikanischer Folklore inspirierten Fantasy-Dialogie, in der eine trauernde Kronprinzessin und ein verzweifelter Geflüchteter ihre Ziele nur erreichen können, indem sie einander töten. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nicht mehr so viel im Kopf. Ich weiß, dass ich das in den Neuerscheinungen auch vorgestellt habe. Ich mich jetzt sehr gefreut habe, dass ich das auch als Hörbuch sozusagen hören kann. Fantasy funktioniert für mich ja sehr oft wirklich so direkt im Kopf, durch den Kopf, durch die Ohren. Also durch den Kopf, durch die Ohren, in den Kopf. Und ich habe tatsächlich auch schon damit begonnen. Dementsprechend, vielleicht bin ich ja in der nächsten Bücherwoche, also
die darauffolgende, nicht diese, sondern die nächste, dann auch irgendwie schon fertig. Wir haben hier Fantasy, es klingt wirklich spannend, gerade mit dem afrikanischen Setting. Das finde ich super interessant und dass wir hier eben in Westafrika unterwegs sind. Und wir haben hier eben auch das Thema, dass sie sein Herz braucht für ein magisches Ritual, doch er braucht ihr Leben für das Leben seiner Schwester. Doch ich könnte mir schon vorstellen, was da zwischen den beiden ein bisschen passiert. Es gibt auch noch so ein bisschen ein Turnier, also wir haben auch so ein bisschen Spiele, wie vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Panem. Ich bin super, super gespannt und freue mich da auf jeden Fall auch aufs Weiterhören. Dann das letzte Buch ist ein Geschenk von einer lieben Freundin, beziehungsweise haben wir da so ein kleines Tauschbuch draus gemacht, nämlich Sternenwanderer von Neil Gaiman. Wir hatten uns getroffen und ich habe ihr Buch mitgebracht, wo ich gesagt habe, wenn du das haben möchtest, kannst du es gerne haben. Und sie hat mir dafür im Grunde ein neues Buch zum Tausch von meiner Wunschliste mitgebracht. Ja, Neil Gaiman ist ein sehr spezieller Schriftsteller. Nicht jedes Buch von ihm hat mich umgehauen, aber das ein oder andere auf jeden Fall. Und es heißt hier auch so schön, ein märchenhafter Klassiker. Und die Geschichten von ihm sind wahre Schätze. Was habe ich denn schon gelesen? Der Ozean am Ende der Straße, Niemalsland habe ich gelesen, American Gods, da gibt es auch eine richtig coole Serie auf Prime. Ich glaube, mehr habe ich noch nicht von ihm gelesen. Aus dem Eichborn Verlag. Ich glaube, ursprünglich ist das auch schon ein bisschen älter. Genau, 96 und 2004 im Diogenes Verlag erschienen. Und jetzt, glaube ich, einfach hier in dieser schönen Ausgabe. Und wir haben hier ein kleines Dorf, das eine ganz besondere Attraktion hat. Eine unscheinbare Mauer, in der sich eine Pforte in die Welt der Feen befindet. Und wenn, als der junge Tristan durch diese Pforte geht, um seiner Angebeteten Victoria einen vom Himmel gefallenen Stern zu bringen, merkt er doch recht bald, dass er nicht der Einzige ist, der nach diesem Stern auf der Suche ist. Ja, bin ich super gespannt, sieht optisch super, super schön aus und da bin ich wirklich happy, dass dieses Buch bei mir eingezogen ist. Ja, das waren sie jetzt, die 15 Bücher, die auf dem Sub gelandet sind. Ich habe ja aber noch von 3 Büchern gesprochen, die es nicht auf den Sub geschafft haben. Warum? Weil es 2 Kochbücher sind und ein Ausmalbuch. Ja, es sind die restlichen Bücher vom Einhorn Verlag und ich finde Kochbücher auf einen Sub, das funktioniert einfach nicht. Also das macht gar keinen Sinn. Zum einen ist es die Kräuterküche mit leckeren Rezepten für Wild- und Gartenkräuter durchs Jahr. Da habe ich mir auch schon 2 Dinge rausgeschrieben. Ich glaube, irgendeinen Likör und ich glaube, irgendwas mit Radieschen. Ich glaube, das war so eine Radieschencreme. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann Aufstriche, Dips und Brot, Landfrauen. Auch das Büchlein landet nicht auf dem Sub, weil man natürlich nur nach und nach etwas kochen, backen kann. Hier gibt es zum Beispiel Börek, es gibt einen Schlatthof-Priegel, es gibt Holunder-Zwetschgen-Marmelade, finde ich toll, dass einem hier auch ein bisschen was zum Einmachen erzählt wird. Und dann zum Beispiel auch Omas Brotaufstrich. Das ist jetzt, glaube ich, nichts für mich. Da kommt die Reste vom Braten, Schnitzel oder Steak rein, aber ansonsten sind da super leckere Sachen dabei, die man auf jeden Fall auch zumindest vegetarisieren kann. Und dann passt das für mich auf jeden Fall wieder. Und es gab, vorhin schon erzählt, ein Malbuch zu den wunderschönen Schmetterlingen. Haben wir hier jetzt die Kräuterelfen, die auch richtig schön sind zum Ausmalen und Anmalen. Also hier auch wirklich schon so Ideen. Und ich male gerade im Sommer im Garten super gerne aus, wenn die Vögel im Hintergrund zwitschern, dass man dann einfach sagt, man hat ein bisschen Text und dann eben auch was zu malen. Und bei mir muss es auch gar nicht lebensecht irgendwie aussehen. Ich bin da relativ kreativ. Ich nehme ja auch manchmal einfach nur 5 oder 6 Buntstifte mit und dann wird das schon irgendwie passen. Aber super, super schön. Also ich habe mich sehr gefreut über das Osterpaket vom Einhorn Verlag. Pack euch auch das Unpacking, wie gesagt, unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und das waren sie jetzt, das reicht auch. 15 neue Bücher, ich bin sehr, sehr happy. Einige schon gelesen, manches noch nicht. Einiges, worauf man sich auf jeden Fall freuen kann. Ich bin natürlich neugierig, was ist so bei euch eingezogen? Vielleicht auch eins der Bücher, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Oder was interessiert euch von dem Vorgestellten bisher so ein bisschen am meisten? Was ist vielleicht auf eurer Wunschliste gelandet? Lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Alle Bücher unten in der Infobox, schaut da gerne vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.